Interessiere mich vor allen Dingen für Fairness und ich werde am Ende des Vortrags auch kurz ein bisschen auf den Zusammenhang eingehen. Genau, und heute aber sprechen wir erstmal vor allen Dingen um die Frage, was heißt es eigentlich, wenn wir von KI Gleichbehandlung erwarten? Inwiefern ist Gleichbehandlung ein gesellschaftliches Problem? Ich glaube, wir wissen alle, dass es Zeiten gab, wo es mit der Gleichbehandlung noch viel schlimmer war als heute. Aber es gibt immer noch viele Vorurteile. Es gibt Menschen, die denken, und ich drehe das hier um, weil ich keine Stereotype gerne wiederhole, nur Männer können wirklich gut mit Kindern umgehen. Frauen, die gehören in den Job, die haben Führungsqualitäten, da kann man den Mann nicht so gut gebrauchen, die sind zu emotional. Genau. Und das beeinflusst Entscheidungen. Das beeinflusst zum Beispiel Entscheidungen darüber, wen man auf eine Stelle einstellt, die man gerade frei hat. Und ein ähnliches Problem gibt es bei KI. Amazon hat vor jetzt 10 Jahren bald ein Tool entwickelt, mit dem sie versucht haben, die Flut von Bewerbungen, die die vermutlich kriegen, vorzusortieren, damit sie schneller entscheiden können, wen sie zu einem Bewerbungsgespräch einladen. Und nach einer Weile haben sie dieses Tool aber wieder zurückgezogen, weil sie festgestellt haben, dass dieses Tool automatisch sämtliche Bewerbungen aussortiert, die irgendwo das Wort Women's, also Frauen, drin haben. Also zum Beispiel irgendwie Captain of the Women's Chess Team. Also genau, Schachteam, Kapitänin vom Frauenfach-Schachteam, würden sofort aussortiert von diesem Programm. Ein anderes sehr bekanntes Beispiel, wo es ein Problem gibt mit KI und Vorurteilen oder Ungleichbehandlung, ist der sogenannte Kompass-Fall. Kompass ist eine Software, die wird eingesetzt im US-amerikanischen Rechtssystem. Die soll vorhersagen, ob jemand, der gerade vor Gericht steht, wegen irgendeiner Straftat, wahrscheinlich in den nächsten Jahren eine weitere Straftat begehen wird. Also es ist eine Vorhersagesoftware dafür, wer jetzt quasi einmal straffällig geworden ist und wer sehr wahrscheinlich noch einmal straffällig werden wird. Da gibt es Scores zwischen 1 und 9 und dann wird quasi ein hohes Risiko und geringes Risiko. Und diese Software wurde dann analysiert von freischaffenden Journalisten, von investigativen Journalisten. Und die haben herausgefunden, dass diese Software, wenn bei schwarzen Personen eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, falsch zu liegen in der Vorhersage, dass sie straffällig werden. Also wenn man schwarz ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man auch wenn man nicht nochmal straffällig wird, trotzdem einen hohen Score bekommt. Und bei Weißen ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man einen geringen Score bekommt, obwohl man noch wiederum straffällig werden kann. Und da haben diese Journalisten argumentiert, dass das ein Zeichen dafür ist, dass dieser Algorithmus eindeutig Vorurteile gegenüber schwarzen Personen hat. So. Genau, also das ist einmal das Problemfeld, um über das wir heute sprechen. So. Und ich möchte heute zwei Fragen beantworten, die Sie sich vielleicht gestellt haben, aber vielleicht auch nicht. Die erste Frage ist, warum ist es eigentlich so schwer, Gleichbehandlung von KI sicherzustellen? Irgendwie scheint es ja erstmal auf eine lange Bahn Hoffnung, dass man durch Automatisierung, durch Algorithmen erwirken kann, dass diese ganzen Vorurteile, die wir alle irgendwie in uns tragen, keine Rolle mehr spielen in solchen Entscheidungen. Aber wie man jetzt gerade an diesem Beispiel gesehen hat, funktioniert das erstmal nicht so einfach. Und ich werde zeigen, dass es auch mit viel Mühe immer noch nicht einfach ist.
Und dann möchte ich zweitens quasi für Sie und uns als Menschen, die von KI-Entscheidungen betroffen sein können, einmal die Frage klären, welche Fragen müssen wir stellen an eine KI, an die Entwickler einer KI, an die Leute, die eine KI benutzen, wenn wir wissen wollen, ob wir jetzt der Meinung sind, dass es eine faire KI ist. So. Ich möchte anfangen damit, erstmal darüber nachzudenken, was ist eigentlich Ungleichbehandlung? Ich möchte heute das alles ein bisschen durchspielen, an dem Beispiel der Personalauswahl, wie es bei dem Amazon-Fall gewesen ist, wo man, wie gesagt, versuchen kann, eine KI einzusetzen, das wird auch immer wieder gemacht. Dieser KI werden dann verschiedene Bewerbungsunterlagen vorgelegt, zum Beispiel das Anschreiben, der Lebenslauf, alle möglichen Zertifikate, die jemand vorbringt. Möglicherweise kann man aber auch sowas wie Videomaterialien. Also es gibt auch durchaus schon Systeme, da werden Leute gebeten, Video von sich aufzunehmen, wie sie bestimmte Fragen beantworten. Und dieses Videomaterial wird dann per KI analysiert. Und das Ziel heute für unser Beispiel ist, wir wollen die besten möglichen zukünftigen Angestellten finden. Und jetzt würde ich einmal als Anfang so eine Frage stellen, würden Sie denn sagen, dass eine solche Entscheidung fair sein kann, wenn sie sich auf Eigenschaften wie Geschlecht, Alter oder Ethnie bezieht? Wer sagt, sie kann das trotzdem sein? Und wer sagt, sie kann das nicht sein? Okay. Die meisten sind eher dagegen. Damit sind sie, glaube ich, dann d'accord mit den Grundrechten der Europäischen Union, die Diskriminierung aufgrund von Merkmalen wie Geschlecht, Rasse, Hautfarbe, Ethnie, ethnische oder soziale Herkunft oder genetische Merkmalen und so weiter und so fort verbietet. So. Ich glaube, um zu verstehen, was Gleichbehandlung ist, muss man sich erstmal überlegen, was ist denn Ungleichbehandlung. Bei Menschen kennen wir diese ganz offene, direkte Diskriminierung. Es gab früher Gesetze, da stand drin, Schwarze dürfen nicht, Frauen dürfen nicht. Und es gab offensichtlich Personen, die diese Meinung offen, explizit vertreten haben. Und die gibt es auch heute noch. Und wenn man eine direkte Diskriminierung durch einen Menschen nachweisen möchte, muss man dann rechtlich gesehen, muss man irgendwie nachweisen, dass der Mensch sowas gesagt hat, wie, nee, Männer stell ich nicht ein, die haben keinerlei Führungsqualitäten. Das ist ein Problem. Ein anderes großes Problem sind implizite Biases. Also auch viele Leute, die sagen, nee, also ich habe mit Männern in Führungspositionen echt kein Problem. Und dann doch, jetzt müssen wir mal vielleicht den korrekten Fall stellen, die dann trotzdem Assoziationen haben. Und diese Assoziationen werden festgestellt durch so psychologische Tests. Das ist der Implicit Association Test, wo gezeigt wird, dass es hier ist der Fall mit Schwarzen und Weißen und einer Kombination und Schlecht und Gut, dass die Menschen, und das die Aufgabe in dem Fall ist, man muss auf der einen Seite klicken, wenn entweder Schwarz oder Schlecht, und auf der anderen Seite, wenn eine weiße Person, also hier sind Bilder und Wörter, und dann entweder Schwarz oder Schlecht ist die eine Seite, Weiß und Gut ist die andere Seite, oder andersrum, also Weiß und Schlecht und Schwarz und Gut. Und die Leute sind wesentlich schneller, oder viele Leute sind schneller, wenn Schwarz mit Schlecht gepaart ist, als wenn Weiß mit Schlecht gepaart ist. Und daher nehmen wir an, dass viele Leute so eine Assoziation haben zwischen Schwarz und Schlecht, Frau und Haushalt, Mann und Führungsposition und so weiter und so fort. Also viele Menschen, die rumlaufen und sagen, ich würde niemals eine Frau ablehnen, weil, haben trotzdem diese Assoziation, und wir können davon ausgehen, dass wenn sie schnelle Entscheidungen treffen, dass das eine Rolle spielt. Und es gibt dann auch weitere Studien dazu, dass zum Beispiel, wenn Leute Mathe-Hausaufgaben korrigieren, dass es einen Einfluss macht, wenn ein gleicher Name oben drüber steht, auch wenn es genau dieselbe Antwort ist und so weiter und so fort. Also diese impliziten Biases sind immer noch sehr, sehr weit verbreitet. Und die sind auch fast nicht rauszukriegen. So, also wenn wir jetzt vorstellen, ein Mensch trifft eine Entscheidung, dann habe ich hier mal versucht, die kausale Struktur darzustellen.
Wir haben immer, also wir, das Ergebnis, was wir haben wollen, ist, wir wollen wissen, wer ist ein guter Angestellter in unserer Firma. Dafür gibt es eine Menge an irrelevanten Eigenschaften. Schuhgröße, Postleitzahl, Frisur, all das sollte keine Rolle spielen für die allermeisten Jobs. Dann gibt es relevante Eigenschaften. Was hat die Person gelernt? Was hat sie für Fähigkeiten? Was hat sie vielleicht für Social Skills? Wie intelligent oder was auch immer, emotional intelligent ist sie und so weiter und so fort. Das sind die relevanten Eigenschaften. Und dann haben wir noch die geschützten Eigenschaften. Das sind diese Eigenschaften, von denen ich gerade gesprochen habe, die das, das europäische Gesetz zum Beispiel schützt. Also Rasse, Alter, Geschlecht, sexuelle Orientierung und so weiter und so fort. Die habe ich hier jetzt mal so in der Mitte verordnet, ortet. Weil im Allgemeinen würden wir sagen, ja, diese relevanten Eigenschaften, das sind die, die haben einen Einfluss auf das Ergebnis, die irrelevanten haben keinen Einfluss auf das Ergebnis. Die geschützten Eigenschaften aber haben einen Einfluss auf relevante Eigenschaften und auf irrelevanten Eigenschaften. Bleiben wir beim Geschlecht, Frauen haben meistens andere Frisuren als Männer, sie haben eine andere Schuhgröße als Männer, sie kleiden sich meist anders als Männer. Aber sie wählen zum Beispiel auch andere Studienfächer. Sie sind vielleicht, werden mehr oder weniger dazu hingeleitet, emotionale oder technische Kompetenzen zu erwerben und so weiter und so fort. Und dazu, also wir sind jetzt immer noch, wir nehmen an, wir kennen die reale, kausale Struktur der Welt. Dann kommt noch dazu, und dieser Fall ist nicht sehr dick, dass es in manchen Fällen auch eine direkte Verbindung, eine Kausalität zwischen der geschützten Eigenschaft und dem Ergebnis gibt. Wenn ich zum Beispiel als Mann in einem IT-Unternehmen arbeite, das sehr feindlich gegenüber Männern eingestellt ist, wo alle anderen Kolleginnen der Meinung sind, ja, Männer können ja eigentlich nicht wirklich programmieren, dann wird dieser Mann in diesem Unternehmen wahrscheinlich keine besonders guten Leistungen bringen, weil er jeden Tag mit so einem Stresslevel zur Arbeit kommt. Das heißt, der kann hier und hier, also der kann hier super sein und trotzdem in einer bestimmten Situation schlechtere Ergebnisse liefern als jemand anderes. Genau. Und wie wollen wir jetzt, dass Leute Entscheidungen treffen? Wir wollen, dass Leute so Entscheidungen treffen. Wir wollen, dass sie nur auf die relevanten Eigenschaften schauen und darauf ein Ergebnis vorhersagen. Sagen, okay, das ist jetzt die Person, die möchte ich haben. Und die geschützten Eigenschaften sollen zu den irrelevanten Eigenschaften, also moralisch irrelevant, die geschützten Eigenschaften. Und unsere Vorstellung davon, was passiert, wenn jemand so eine diskriminierende, eine nicht gleich behandelte Entscheidung trifft, ist, dass sie irgendwie diese geschützten Eigenschaften in den Blick nehmen und sagen sofort, okay, dich stelle ich nicht ein, weil du bist ein X. Und so ist, glaube ich, unsere Vorstellung davon, was passiert, wenn jemand ein Vorurteil hat und quasi eine gebiased Entscheidung trifft. Ich muss mich entschuldigen, wenn ich ab und zu nicht ganz im Deutsch bin, weil ich diesen Vorschlag normalerweise auf Englisch halte. Genau. Jetzt müssen wir uns mal, jetzt möchte ich mir einmal anschauen, was heißt denn Ungleichbehandlung durch KI. Ich weiß nicht, wie viel sie in den letzten Tagen schon zu KI, also wie genau KI funktioniert, gemacht hat. Ich würde noch einmal ganz kurz durchgehen, wie denn eine KI nun genau solche Entscheidungen trifft. Ich fokussiere mich hier auf maschinelles Lernen und da spezifisch auf überwachtes Lernen, also Supervised Learning. Und das funktioniert im Wesentlichen so, wir haben einen beschrifteten Datensatz. Das heißt, wir haben diese ganzen Daten, wir haben Messwerte für alle möglichen Eigenschaften. Denken nochmal an das Video, das wir aufgenommen haben. Das hat Bildinformationen, das hat unglaublich viele Informationen über diese Person. Mhm. Wir haben einen Lebenslauf, haben alle möglichen Eigenschaften. Darunter auch die geschützten, die ich hier, wie ich sie nicht übersetzt habe, also die geschützten Eigenschaften. Und dann haben wir ein sogenanntes Label, also das ist das Ergebnis. Also wir sagen, wir liefern mit diesen Messwerten, dass wir sagen, guter Arbeitnehmer, schlechter Arbeitnehmer. Die Frage ist immer, wo kommt dieses Ergebnis her? Das heißt, wir können entweder sagen, wir nehmen dann Personal ab, der das einmal alles durchgeguckt hat und gesagt hat, das sind Leute, die wir nehmen würden, das sind Leute, die wir nicht nehmen würden. Oder wir nehmen eine Art von Kenngröße, eben dieses nach 5 Jahren noch im Unternehmen, je nach
nachdem, was eine Erfolgskenngröße von ihm hat, so und so viele Autos verkauft, was auch immer gerade unser Thema ist. Und wir lassen dann einen Algorithmus drüber laufen, der Muster findet in diesen Messwerten, die erlaubt, quasi dieses Ergebnis vorherzusagen. Und dann haben wir eine Blackbox. Also wir schmeißen immer noch diese ganzen Informationen rein. Und das Computermodell, das jetzt trainierte Computermodell, gibt uns dann jeweils ein Ergebnis aus. Wir wissen aber nicht, welche dieser ganzen Eigenschaften das Modell auf welche Art und Weise benutzt. So. Wie können jetzt Vorurteile in solche KI gelangen? Es gibt erstmal die Möglichkeit, dass einfach in der Datensammlung Fehler gemacht wurden. Eine Möglichkeit ist es aus dem Text von Gabrielle Johnson, die macht eben das Beispiel, wir wollen vorhersagen, ob Leute gut sind im Umgang mit Computern. Und Vorurteile in diesem Bereich könnte sein, jüngere Menschen sind im Allgemeinen besser mit Computern. Jetzt sind wir für die Datenerhebung in eine Bibliothek gegangen, und zwar an einem Tag, an dem es Computerkurse für Senioren gab. An dem Tag waren natürlich nur junge Leute da, die sich sehr gut mit Computern auskannten, die nämlich das unterrichtet haben. Und es waren ältere Leute nur diejenigen da, die sich noch nicht gut mit Computern auskannten. Das heißt, einfach aufgrund der Stichprobe, die wir genommen haben, wird unser Algorithmus lernen, okay, ich kann vorhersehen, dass jemand schlecht mit Computern umgehen kann, wenn ich nur aufs Alter gucke. Weil einfach die Streuung so sein wird, dass diese beiden Gruppen getrennt sind, auf eine Art und Weise, wie sie in der Realität nicht getrennt sind. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man bei diesem Beschriftungsprozess Fehler macht. Ich habe vorhin gesagt, eine Möglichkeit zu sagen, wer ist ein guter oder schlechter Bewerber oder eine schlechte Bewerberin, ist zu sagen, wir nehmen jetzt einen Personaler und der soll uns das einmal durchmarkieren. Wenn dieser Personaler aber sehr starke Vorurteile hat, dann bringen wir dem System damit genau unsere Vorurteile bei. Das ist zum Beispiel das, was in diesem anderen Case wahrscheinlich auch passiert ist. Die Personaler bei Amazon, anhand derer Daten quasi dieses System programmiert waren, hatten selber starke Vorurteile gegenüber Frauen in diesem IT-Bereich. Und dann hat letztendlich diese KI gelernt, okay, Frauen muss ich ausschmeißen. Die Information, wer eine Frau ist oder nicht, wurde dem System gar nicht gegeben. Und also hat es nach irgendeinem Hinweis in diesen Bewerbungsunterlagen gesucht, dass jemand eine Frau ist und hat sich dann auf dieses Label irgendwie Women's irgendwas im Lebenslauf aufgestürzt. Und dann haben wir noch den dritten Fall, und das ist der Fall, dass es einfach in den Daten Spuren gibt von historischen Ungleichbehandlungen. Also, wenn ich aus einer bestimmten Gruppe komme, kann es sein, dass ich halt bestimmte Fähigkeiten nicht genauso gut erwerben kann wie andere. Es kann sein, dass ich vielleicht bestimmte Fähigkeiten noch gar nicht so gern erwerben möchte wie andere. Und so weiter und so fort. So, was bedeutet das für die KI, wenn sie Entscheidungen trifft? Und nochmal zur Erinnerung, das war unsere idealisierte Vorstellung. So wollen wir gerne, dass Entscheidungen getroffen werden. In dem Fall, dass wir so Fehler in der Entwicklung haben, dann kann tatsächlich genau dieses hier passieren, was wir bei Menschen vermuten. Ja, wenn wir diese fehlerhafte Datensammlung haben, dann kann es tatsächlich passieren, dass die KI sich nur auf diese geschützte Eigenschaft stürzt, weil die halt so besonders gut hervorragend ist und quasi darauf ihre Entscheidung trifft. Das Problem ist aber, wenn wir mal davon ausgehen, wir haben keine Fehler in der Entwicklung gemacht, dann ist, wenn wir diese historischen Ungleichheiten haben, einfach der Fakt, dass wir hier diese kausalen Zusammenhänge haben, führt dazu, dass, und ne, wir haben auch diesen Pfeil, dass die beste Vorhersage für dieses System auch dass die geschützte Eigenschaft mit einbezieht. Wenn es einfach relevant ist für das Ergebnis, ob ich einer bestimmten Gruppe zugehörig bin,
dann wird die KI in den allermeisten Fällen sich irgendwie darauf stützen. Und man muss ja auch bedenken, wir haben oft in diesen relevanten Eigenschaften auch Sachen, die nicht gut messbar sind. Mhm. Also wir können nicht wirklich die Motivation einer Person irgendwie ohne weiteres messbar machen. Das ist nicht sowas wie soziale Kompetenz, ist nichts, was man irgendwie mit einem einfachen Testscore oder so messen kann. Das heißt, die KI wird vieles auch schätzen und häufig wird es hilfreich sein, die KI will nur die bestmögliche Vorhersage. Die KI interessiert sich für nichts anderes. Aber für diese bestmögliche Vorhersage braucht sie oder sind diese geschützten Eigenschaften nützlich. Nun ist häufig die Vorstellung, was machen wir denn? Naja, dann geben wir der KI halt nicht die geschützten Eigenschaften. Dann darf die halt nicht wissen. Das Problem ist, wir denken wieder an das Video, das wir den Leuten gezeigt haben, also was wir der KI gezeigt haben. Da sind auch alle möglichen irrelevanten Eigenschaften drin. Und manche von denen sind einfach eng korreliert mit dem Geschlecht. Und dann guckt die KI halt nicht mehr auf das Label, was irgendwo steht. Dann guckt sie halt, hat da jemand lange Haare? Ist da vielleicht jemand geschminkt? Oder auch im Text, dieser Amazon-Fall, wo dann irgendwie das sich auf den Frauenschachclub oder so gestürzt hat. Und selbst wenn wir irgendwie in der Lage wären, quasi zu verhindern, dass in den Bewerbungsunterlagen, in den irrelevanten Eigenschaften, irgendeine Form von Hinweis darauf ist, dass jemand einer bestimmten Gruppe zugehörig ist, dann haben wir ja immer noch diese Eigenschaften. Ne? Wir haben immer noch sowas wie, was hat jemand studiert? Ne? Vielleicht haben Männer eine stärkere Tendenz dazu, Kinderarzt zu werden und Frauen werden eher Neurochirurg. Vielleicht haben Frauen eine höhere Tendenz dazu, für ein relevantes oder irrelevantes Hobby gemacht zu haben und so weiter und so fort. Das sind ja Eigenschaften, die wollen wir eigentlich einbeziehen. Aber die müssen dann quasi auffangen für das System, dass es diese anderen Informationen nicht macht. Die werden dann verstärkt. Und wenn wir die auch noch rauskürzen, dann haben wir unter Umständen halt wirklich nur noch sehr, sehr wenige Eigenschaften und in manchen Fällen einfach überhaupt nichts. Aber wir brauchen nämlich Eigenschaften, wo es keinen statistischen Zusammenhang gibt mit diesen geschützten Eigenschaften. Und dann stellen wir danach ein, weiß ich nicht, was dann überhaupt noch für Eigenschaften übrig bleiben. Die können halt unter Umständen zwar relevant, aber einfach nicht die relevantesten und nicht die interessantesten sein. Und das ist in gewisser Weise dann auch wieder unfair, wenn wir nicht die qualifiziertesten Personen einstellen, sondern die quasi in diesen Eigenschaften gut dastehen, wo es vielleicht keine statistischen Unterschiede gibt. Und ich denke, was man daran sieht, ist, letztendlich müssen wir entscheiden, oder wir müssen irgendwie verstehen, um unsere Entscheidungen zu treffen, wir müssen dieses kausale Konstrukt verstehen und dann müssen wir Entscheidungen treffen darauf, wie wir wollen, dass die in unsere Vorhersagen reinspielen. Und ich denke, eine Sache, die dabei auch relevant ist, beziehungsweise denke nicht nur ich, ist, worauf denn diese Unterschiede jeweils beruhen. Es macht einen Unterschied, warum Geschlecht jeweils einen Unterschied macht. Oder andere Eigenschaften. Also in manchen Fällen ist es die Behandlung von anderen. Ne? Wenn jemand quasi im Studium vielleicht schlechtere Noten hat, weil er dort die ganze Zeit irgendwie mit Vorurteilen zu kämpfen hatte, vielleicht von ProfessorInnen nicht so gut gefördert wurde, so weiter und so fort, dann ist das klarerweise was, wo wir sagen, das ist nicht fair, wenn das dann auch noch dazu führt, dass die Menschen schlechtere Chancen auf den Job haben. Das nächste ist sowas wie das sozioökonomische Umfeld, jemand, der viel Nachhilfe in Anspruch nehmen konnte, der vielleicht wenig Druck hatte, irgendwie nebenbei noch Geld zu verdienen, bringt vielleicht im Studium oder in anderen Bereichen auch bessere Leistungen. Und dann gibt es aber auch sowas wie die Tatsache, dass stereotype Vorstellungen davon, was Männer tun, was Frauen tun, was Menschen verschiedenster Art so tun, auch beeinflussen, wofür wir uns so entscheiden. Also Frauen entscheiden sich ja immer noch zum guten Teil für bestimmte Studiengänge und Männer für andere. Und das ist wiederum was, wo wir ja im Allgemeinen nicht so gezwungen werden. Wo wir vielleicht weniger sagen, okay, also wenn die Person sich entschieden hat, irgendwie statt Maschinenbau lieber Sozialarbeit zu studieren, obwohl allen bekannt war, dass man im einen Bereich
wesentlich mehr Geld verdient als im anderen, dann ist es vielleicht auch fair, dass die Leute am Ende unterschiedlich viel Geld verdienen. Und dann kommt es noch dazu, dass an manchen Stellen wir vielleicht sogar Unterschiede haben wollen könnten in unserem Algorithmus oder in unseren Entscheidungen. Das kennt man vor allem unter Affirmative Action. Also wo gerade die Idee ist, dass man Menschen aus bestimmten Gruppen es etwas leichter macht, in bestimmte Bereiche reinzukommen, zum Beispiel an Universitäten, weil historisch diese Menschen schlechtere Chancen haben. So. Das heißt, warum jeweils die Unterschiede bestehen, spielt nochmal eine Rolle dafür, ob wir wollen, dass sie einen Einfluss auf unsere Entscheidung haben. So, und ich hoffe, das ist jetzt schon mal relativ klar, warum es wirklich, wirklich schwierig ist, zu sagen, quasi ein System zu bauen, was objektiv Personen gleich behandelt. Weil da ganz, ganz viele Entscheidungen dahinter stecken. Erstens, man muss den Kontext sehr gut verstehen. Und zweitens muss man auch ethische Entscheidungen treffen. Man muss sagen, welche Unterschiede will man denn oder dürfen denn einen Einfluss haben? Ich möchte jetzt einmal kurz über die technischen Möglichkeiten sprechen, die es so gibt. Also was Informatiker heute tun, um KI-Entscheidungen fairer zu machen. Da gibt es zum einen statistische Methoden. Also was die Leute dann machen, ist, es gibt verschiedene Arten, wie im Grunde die Ergebnisse analysiert werden. Also da wird geschaut, also zum Beispiel dieser Kompassfall, den ich am Anfang beschrieben habe, mit diesem System, was auch für Straftäter verwendet wird, das wurde von den Machern des Systems analysiert nach einem bestimmten statistischen Mittel, und zwar, da komme ich manchmal gerne durcheinander, ich glaube, die haben das darauf untersucht, dass quasi, wenn man einen bestimmten Score hat, die Wahrscheinlichkeit, dass man dann, also pro Score, das ist ja 1 bis 9, die Wahrscheinlichkeit, dass man dann tatsächlich straffällig wird, ist ungefähr gleich für Schwarze und Weiße. Was die Leute, diese Journalisten eben hingegen untersucht haben, die haben das unterteilt in geringe und hohe Risikoklassen. Und da wiederum ist es so, dass wenn man quasi diese hohen und die hohen Wahrscheinlichkeiten anschaut, dass es dann diese Unterschiede gibt. Ne? Wie wahrscheinlich es ist, dass jemand einen hohen Score bekommt und dann tatsächlich straffällig wird. Das ist False Positives und False Negatives Rates sind einfach unterschiedlich. Eine andere Möglichkeit, sich anzuschauen, wäre auch also sowas wie allgemeines Ergebnis. Was weiß ich, es haben sich 50 Frauen beworben, es haben sich 50 Männer beworben. Dann wollen wir, dass irgendwie auch ungefähr 5 Frauen eingeladen werden und 5 Männer. Das ist aber was ganz ein ganz anderes Mittel als diese False Positive und False Negative Rates, weil wenn die Wahrscheinlichkeiten, dass jemand als Frau tatsächlich qualifiziert ist, viel höher ist als bei einem Mann und wir trotzdem 5 von der einen Sorte und 5 von der anderen Sorte einladen, dann werden diese False Positive und False Negative Rates automatisch unterschiedlich sein. Das heißt, es gibt diverse statistische Methoden, die ich jetzt nicht alle vorstellen kann, weil es erstens zu lange dauern würde und zweitens, ich mir da immer so ein bisschen Knoten im Kopf rede, aber diese verschiedenen Ansätze sind nicht gleichzeitig erfüllbar. Dann gibt es nochmal sowas wie kontrafaktische Methoden, die sehen so ein bisschen so ähnlich aus wie das, was ich gezeigt habe, die versuchen tatsächlich sicherzustellen, dass es keinen kausalen Einfluss hat, welche geschützten Eigenschaften man hat. Da wird quasi auf eine gewisse Art und Weise zurückgerechnet, dass man das Ergebnis bekommt, also dass eine Person mit einer geschützten Eigenschaft schwarz das Ergebnis bekommt, das sie auch bekommen hätte, wäre sie weiß gewesen. Eine Herausforderung an dieser Art von Ansätzen ist, dass man dafür ein Modell von diesen kausalen Zusammenhängen schon haben muss. Und das ist häufig bei dieser KI-Entwicklung nicht unbedingt der Fall. Ne? Also wir werfen diese ganze Menge an Informationen in das System und wir wissen vielleicht gar nicht,
was ist jetzt genau der Kurs, also wie ist die Korrelation oder die Kausalität zwischen Frisur und Eignung für einen IT-Job. Und genau, das heißt, diese Methoden entscheiden erstmal nicht automatisch zwischen diesen verschiedenen Gründen für Ungleichbehandlung. Und das heißt, auf dem aktuellen Stand, die Entwickler müssen Einzelfallentscheidungen treffen. Also letztendlich, wenn wir wollen, dass Entwickler wirklich möglichst faire Systeme entwickeln, dann wollen wir, dass sie sich ganz genau den Kontext anschauen, ganz genau die historischen Probleme anschauen, die in einer bestimmten Situation irgendwie vorliegen und dann nach der bestmöglichen Methode suchen, um in diesem Bereich eine bestimmte Art von Gleichberechtigung herzustellen. Und es ist quasi zwangsweise so, dass sie dabei gewisse ethische Entscheidungen treffen müssen. Also sie können, es gibt keinen, mein Eindruck ist häufig, Informatiker hätten gern so einen Fairness-Button in ihrem Programm, nur den sie klicken und dann stellen sie sicher, dass ihr System fair ist. Und das setzt halt voraus, dass dann quasi in diesem Fairness-Button schon einprogrammiert ist, ob es zum Beispiel okay ist zu sagen, naja, wenn jemand halt bessere sozioökonomische Bedingungen hatte und deswegen irgendwie Nachhilfe genossen hat und jetzt irgendwie wesentlich besser ist als jemand, der nie Nachhilfe genossen hat, aber alles selber erarbeitet hat. Oder es ist nicht okay. Also der Button muss das quasi dann schon entschieden haben. Im Allgemeinen ist es sinnvoll, dass sowas jeweils im Kontext entschieden wird und es ist einfach eine, das ist teilweise noch dieses Affirmative Action, das sind einfach Positionen, wo Menschen sich unterscheiden, was sie richtig finden und was sie falsch finden. So. Was bedeutet jetzt das dafür, wenn wir faire KI erkennen wollen? Ich werde jetzt einmal kurz über Erklärbarkeit sprechen, weil Erklärbarkeit etwas ist, was sehr häufig als Lösung für dieses ganze Problem der algorithmischen Biases angesprochen wird. Und es ist aber bisher noch so, dass es nicht richtig viele Ansätze gibt, die wirklich gut sagen, warum oder wie Erklärbarkeit denn jetzt genau hilfreich sein soll für Fairness. So, was ist Erklärbarkeit? Erstmal ist das Ziel der Erklärbarkeit, ist, irgendwelche Aspekte von KI verständlich zu machen für irgendwen, der mit der KI im Kontakt steht. Das ist jetzt mal so die ganz allgemeine Definition. Es gibt so zwei Standardansätze. Zum einen sind das Ansätze, die versuchen, die Blackbox zu öffnen. Also die irgendwie versuchen herauszufinden, was passiert denn da in so einer Blackbox. Dafür wird dann zum Beispiel, gibt es Systeme, das ist eins zum Beispiel Line, wir werden es auch kurz gleich nochmal anschauen, das hebt dann so bestimmte Eigenschaften hervor und sagt irgendwie, die relevanteste Eigenschaft für diese Entscheidung war, keine Ahnung, der Uni-Abschluss in Harvard oder so. Genau, das ist eine Möglichkeit. Dann gibt es noch sowas wie kontrafaktische Szenarien, das werden wir vielleicht auch noch kurz anschauen. Das sagt einem dann sowas wie, wäre Ihre Mathe-Note um 0,7 Punkte besser gewesen, wären Sie zum Vorstellungsgespräch eingeladen worden. Dann gibt es noch so Methoden, eine Methode, die will sowas wie die Begriffe der KI verstehen. Also die Idee ist, diese Neural Networks, die bestehen ja aus vielen Schichten. Und in diesen werden wir quasi in die erste Schicht diese Informationen reinfüttern, entstehen in diesen weiteren Schichten quasi Begriffe. Also irgendeine Vorstellung, irgendwas wird ja in diesen einzelnen Knoten jeweils irgendwie verrechnet. Und die Idee von diesem TCAF heißt das, ist sich anzuschauen, was passiert denn da. Welche Art von Vorstellung hat das denn? Hat mein Modell zum Beispiel, wenn ich gar nicht gesagt habe, dass auch jemand eine Meinung, also ich habe dem Modell gar nicht gesagt, dass es Männer und Frauen gibt, hat dieses Modell denn irgendwie gelernt, dass es Männer gibt und Frauen gibt, versucht dieses Modell nach Männern und Frauen zu unterscheiden. Das ist der eine Ansatz, das ist die Idee, die Blackbox irgendwie zu öffnen, irgendwas rauszufinden darüber, was in dem System passiert. Und der andere Ansatz ist, die Blackbox komplett zu vermeiden, das nennt man Ad-Hoc-Erklärbarkeit, das sind einfach die. Der Ansatz sagt, okay, man nutzt diese Blackboxes überhaupt nicht, man versucht immer Systeme zu entwickeln,
wo wir alle Schritte, alle Entscheidungsschritte in der KI oder in der, vielleicht dann nicht mehr KI, wirklich nachvollziehen können. Genau, die Frage wäre jetzt, kann uns Erklärbarkeit dann irgendwie dabei helfen, problematische Ungleichbehandlung zu erkennen? Genau, das ist ein Paper von Kollegen von mir, die haben dieses Programm LIME benutzt, von dem ich vorhin kurz gesprochen habe. Das ist das, was so die wichtigsten Faktoren rausportiert oder rausstellt für eine Entscheidung. Was sie hier benutzt haben, ist ein Algorithmus, der aufgrund von Lebensläufen entscheiden soll, ob die beschriebene Person Professorin ist oder Lehrerin. Und da gibt es so natürlich irgendwie Überschneidungen, ne? Die haben alle Studenten und gehen vielleicht in Schulen, also Schools. Und was sie hier gemacht haben, ist, es gibt einen Fall, in dem dass das auf die Entscheidung, also diese gehighlighteten Sachen, was wir als relevanten Eigenschaften bezeichnen würden. Also es geht hier Student, also Schüler, Schule, Forschung, also ne, die orangen Sachen zählen für Lehrer, die blauen Sachen für Professorinnen, und das ist genau, die Stärke zeigt, wie relevant das war. Und hier haben wir halt den Fall, wo das Geschlecht eine Rolle spielt. Ne? Also hier ist quasi für Lehrerin ist das Sie markiert. Was genau wir damit gemacht haben, ist hier nicht so relevant. Aber wir können uns jetzt einfach mal fragen, hilft uns das zu entscheiden, also ob eine dieser beiden KIs Männer und Frauen gleich behandelt oder nicht? Ich lasse es einmal stehen. Wir schauen uns mal die andere nächste Methode an. Das sind diese kontrafaktischen Erklärungen. Das ist aus dem Paper von Sandra Wachter und Kollegen, das ist recht bekannt, das sind so die kontrafaktischen Erklärungen. Die haben halt eine Methode entwickelt, wie man quasi diese Sätze von was hätte denn anders sein müssen, damit man eine positive Entscheidung bekommen hätte. Hier geht es um Zulassungen zum Jugendamt, die LSATs sind, wenn ich irgendwas übersetzt soll, sagen Sie Bescheid. Die LSATs ist ein wichtiger Test, den die in Amerika machen, eine als Zugangsvoraussetzung für das Jurastudium. Und hier gibt es so verschiedene Aussagen. Ja, wenn der LSAT so viel besser gewesen wäre, dann hätten sie es geschafft, wäre es so viel besser geworden. Und dann haben wir hier aber auch so recht problematische Aussagen dazwischen, wie wäre ihr LSAT besser gewesen und sie wären weiß, dann wären sie zulassen wollen. Und also ich beantworte jetzt mal selber meine Frage vorhin. Es gibt schon Fälle, wo wir sagen würden, diese Erklärbarkeits Ansätze können uns schon zeigen, dass hier was problematisch ist. Also wenn Weißsein hier so relevant ist, oder wenn jetzt in dem anderen Fall, wenn das Sie hier so prominent ist, dann ist es auf jeden Fall was, wo wir nochmal reinschauen sollten. Aber diese ganzen Fälle, wo es erstmal okay aussieht, ne? Also wäre ihr Elster besser gewesen, dann wäre er nicht zugelassen worden. Oder in dem anderen Fall, ja, das ist beruht auf irgendwie Forschung und Schule und so weiter und so fort. Die sagen uns natürlich nicht, dass das hier tatsächlich ein fairer Algorithmus ist. Also sie sagen uns nur, dass diese geschützten Eigenschaften nicht auf eine ganz extreme Weise überbetont sind, dass sie da direkt rausspringen. Sollten wir also verlangen, dass wir diese ganzen Algorithmen direkt verstehen? Das ist ein Beispiel jetzt aus dem Paper von Cynthia Gooden, die dafür argumentiert, dass wir tatsächlich diese ganzen Blackboxes loswerden sollten. Wir sollten für alle wichtigen Entscheidungen sollten wir Algorithmen entwickeln, die direkt verständlich sind. Und sie hat tatsächlich hier, was sie vorstellt in dem Paper, ist der sogenannte Coral-Algorithmus, das ist eine Alternative zu dem Kompass, also zu dieser Vorhersage, ob jemand eine weitere Straftat, beziehungsweise hier steht es noch korrekter, ein weiteres Mal von der Polizei aufgegriffen werden wird innerhalb der nächsten 2 Jahre.
Und man kann, was dieses sehr komplexe Kompassmodell macht, das alle möglichen Fragebögen einbezieht und die Akten der Leute von vorherigen Straftaten, man kann ähnliche Akkuratheit, also eine Korrektheit des Systems erreichen, mit diesem sehr, sehr simplen Algorithmus, der einfach nur sagt, wenn die Person zwischen 18 und 20 ist und ein Mann, dann vorhersagen, dass es eine weitere Festnahme geben wird. Ist sie zwischen 21 und 23 und hat mindestens 2 bis 3 vorherige Straftaten, dann auch jeweils den Arrest, also den Festnahme vorhersagen. Und bei mehr als 3 auch. So, das hat die gleiche, ne, und nur wenn nichts davon zutrifft, dann sagt es voraus, dass die Person nicht wieder straffällig wird. Das können wir jetzt nachvollziehen. Das ist relativ simpel. Ist das jetzt besser? Ich meine, man könnte erstmal sagen, es ist hier relativ offensichtlich, dass das hier irgendwie ein bisschen komisch ist. Diese erste Aussage, wenn man zwischen 18 und 20 ist und ein Mann und einmal straftätig fertig wird, dann sollte man vorhersagen, dass diese Person noch eine weitere Straftat begeht. Man muss dabei bedenken, dass dieser Algorithmus oder dieses System, dieses Kompasssystem tatsächlich eingesetzt wird, um zu entscheiden, ob Menschen auf Bewährung freikommen, dass es teilweise einen Einfluss darauf hat, wie lange ihre Straftaten sind. Also es hat schon wirklich einen starken Einfluss auf das Leben dieser Personen. Und wenn man bedenkt, mit was für Kleinigkeiten man teilweise mal irgendwie auch mal aufgegriffen werden kann, ist diese Vorstellung, dass das quasi, wenn man einfach nur ein Mann ist, zwischen 18 und 20, dass man gleich quasi sagt, okay, einmal und nie wieder. Das ist problematisch. Okay, aber immerhin, wir sehen das sofort. Wir wissen, dass die Richter können das vielleicht einbeziehen. Aber ein weiteres Problem daran, dieses Problem, was die Journalisten aufgezeigt haben in Bezug auf Compass, das für Schwarze und Weiße, das Schwarze und Weiße kommt hier nicht vor, besteht bei diesem Algorithmus genauso. Und das hat wahrscheinlich was damit zu tun, dass in den USA zumindest Schwarze, und das sind in Deutschland genauso Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland, werden einfach häufiger von der Polizei aufgegriffen. Die werden einfach häufiger, ne, es gibt ja nämlich so dieses Stop-and-Frisk-Gesetz, ne, Leute einfach mal anhalten und mal kontrollieren. Und es ist häufig auch höhere Polizeipräsenz in bestimmten Bereichen, wo vielleicht Menschen mit schlechterem sozioökonomischen Status leben. Das heißt, während man bestimmte Leute irgendwie 3 Jahre lang jeden Tag mit einem Joint nach Rügen, darf man das irgendwie in der Tasche rumlaufen können, werden andere Leute dafür 3-mal verhaftet. Das heißt, diese Leute werden viel, viel schneller in diesen Kategorien. Einfach nur, weil sie aus einer anderen Gruppe stammen. Und das sehen wir diesem Algorithmus überhaupt nicht an. Das heißt, auch wenn es so aussieht, als würde dieser Algorithmus neutral gegenüber der Ethnie, ist es einfach nicht. So. Das heißt, auch das ist keine zuverlässige Methode, Ungleichbehandlung direkt zu erkennen. Man muss letztendlich statistische Analysen machen, man muss sich das anschauen, konkrete Fälle, um das zu erkennen. Das heißt, wir haben ja angefangen mit der Frage, was ist eigentlich Ungleichbehandlung, was passiert, wenn Menschen andere Menschen ungleich behandeln. Und wir haben jetzt gerade quasi versucht zu sagen, okay, wie können wir denn diesen Fall, den wir bei Menschen identifiziert haben, in der KI vermeiden? Und ich glaube, dass das letztendlich, das ist ein Problem, aber es ist gar nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem, was wir eigentlich haben, ist, dass Leute KI einfach so blind verwenden. Dass Leute einfach sagen, hier, ich habe ein Problem, ich will irgendwas vorhergesagt haben, ich schmeiß da mal einen Supervised Learning Algorithmus drauf und guck mal, was er mir rausschmeißt. Dass Leute in der Datensammlung aber zu wenig sorgfältig sind, dass sie nicht genau darauf achten. Also wir haben zum Beispiel riesige Datensätze, also Bilddatensätze und so weiter und so fort, mit denen KI trainiert wird, die vor allen Dingen weiße Amerikaner irgendwie beinhalten. Das heißt, da kommen Menschen aus vielen Ländern einfach überhaupt nicht vor. Die einfach anders aussehen, andere Eigenschaften und so weiter. Häufig wird KI natürlich für andere Interessen als Fairness optimiert. Die Leute wollen natürlich letztendlich die besten
die besten Angestellten und sie wollen, also es ist ihnen gar nicht so wichtig, dass die Entscheidung dabei fair abläuft. Sie wollen irgendwie Geld verdienen und andere Dinge. Fairness ist also häufig nicht zu viel optimiert wird. Häufig ist auch die Frage, haben sich die Leute, die diese Programme entwickeln, eigentlich mit dem Kontext auseinandergesetzt? Wissen die, in welchem Kontext, aus welchem Kontext die Daten stammen? Wissen die, in welchem Kontext das Programm eingesetzt wird und welche Probleme da jeweils bestehen? Ein weiteres Problem ist, dass die Leute, die diese KI dann benutzen, sie häufig nicht hinterfragen. Oder wenn sie das nicht tun. Ne? Also die Richter in den USA zum Beispiel haben, glaube ich, häufig überhaupt kein besonders gutes, oder zumindest am Anfang kein besonders gutes Verständnis, aber ja, wie diese KI eigentlich funktioniert. Und trotzdem verwenden sie diese die Ergebnisse in ihren Entscheidungen. Und ein weiteres Problem ist, dass es dann häufig keine Informationen gibt für die Betroffenen, wie diese Entscheidung eigentlich zustande gekommen ist. Oder genau, wenn das so ist, sind das auf jeden Fall Probleme. Und beruhend darauf können wir jetzt uns überlegen, welche Fragen wir denn stellen müssen, wenn wir wissen wollen, ob wir jetzt mit einer möglichst fairen KI zu tun haben oder nicht. Und das sind meine Fragen, werden die folgenden. Ne? Welche gesellschaftlichen Probleme wurden bei der Entwicklung eigentlich beachtet? Welche ethischen Entscheidungen wurden bezüglich dieser Probleme getroffen? Welche technischen Ansätze wurden gewählt und warum? Wie gut erfüllt das System eigentlich diese Maßstäbe? Und wie verhält es sich zu anderen Maßstäben? Also häufig wird ja in der KI-Entwicklung oder in der Informatik, es wird optimiert, aber wir kommen nie zu 100%. Also die Frage ist, wie gut, wie nah sind wir denn dran an diesen 100%, die wir vielleicht gerne hätten? Und wir haben ja gesehen, es gibt diese ganz verschiedenen technischen Mittel und der Kompass-Algorithmus erfüllt ein bestimmtes technisches Mittel und andere halt eben nicht. Das heißt, wir können auch fragen, wie verhält es sich denn zu anderen? Was sind denn vielleicht die Ungleichheiten, die hier vorliegen, die man akzeptiert? Dann können wir fragen, ja, gab es irgendwie Konflikte zwischen Gleichbehandlung, zwischen Fairness der KI und anderen? Hat man sich vielleicht dafür entschieden, ja, es ist vielleicht nicht ganz fair, aber wir wollen einfach irgendwie Menschen, die bestimmte Vorkenntnisse schon mitbringen, deswegen haben wir hier gesagt, uns ist ein Faktor wichtig als ein anderer. Wie wurden diese Konflikte jeweils gelöst? Und gibt es bekannte Schwächen im System? Also zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, okay, wir setzen so eine Personalauswahl KI irgendwie in Deutschland in der Bürokratie ein, da gibt es derselben Bewerber, die jetzt irgendwie aus dem asiatischen Raum kommt, deswegen haben wir die KI gar nicht darauf trainiert, unter Bewerbern aus dem asiatischen Raum irgendwie gut zu erkennen, was jetzt eine gute Schulbildung zum Beispiel ist. Wenn man das weiß, weiß man, dass wenn man jetzt als Personaler da sitzt und seine Entscheidung darauf beruht und man hat jetzt eine bestimmte Bewerbung vor sich, kann man sagen, okay, diese Bewerbung sollte ich mir vielleicht genauer angucken, da sollte ich wahrscheinlich besser nicht darauf vertrauen, dass die KI mir ein gutes Ergebnis hat. So, jetzt noch einmal kurz eine Zusammenfassung. Es gibt nicht die eine Form von Gleichbehandlung durch KI. Diese ganzen Probleme, die ich beschrieben habe, führen dazu, dass es nicht, dass es keinen fairen Button in der Programmierung geben kann und wir nicht irgendwie erwarten können, dass KI automatisch fair wird. Deswegen muss bei der Entwicklung von KI kontextbezogene und ethische Entscheidungen getroffen werden, die dann auch hinterfragt werden können. Erklärbarkeit ist leider nicht in der Lage, uns irgendwie Gleichbehandlung auf einen Blick erkennbar zu machen. Auch wenn ein Algorithmus erstmal problematisch scheint, kann es immer noch problematische Dinge im Hintergrund geben. Und das heißt, wir müssen sowohl in der Entwicklung von KI, als auch wenn wir uns fragen, haben wir jetzt eine problematische oder eine unproblematische Software vor uns, immer mit dieser Vielschichtigkeit des Problems. So, an der Stelle danke ich einmal meinen Kollegen in Bayern, mit denen ich an diesem Thema arbeite, und der Volkswagen Stiftung, die uns fördert. Und jetzt